Einen wunderschönen guten Tag. Hoffe, es geht allen gut. Danke fürs Einschalten. Wir sind wieder im Pangasius Weißen Fisch Game. Das sieht natürlich sehr professionell aus hier. Ist auch gar nicht angebrannt und auch gar nicht trocken. Aber darum geht es heute nicht. Soll ich vielleicht erstmal fertig kauen? Der Professionalität halber. Heute kommt Fernando zu uns. Fernando ist ein Chiropraktiker, spricht Deutsch und er lebt in Marbella und bricht hier Knochen von Athleten. Heute meine Knochen. Ich will ihn heute vor allem mal fragen, warum Chiropraktik im Bodybuilding gar nicht so unrelevant ist. Und zwar aus folgendem Grund. Wir trainieren relativ schwer und unsere Muskeln sind so dick, was eigentlich mit der Knochenstruktur passiert, weil die passt sich auch schweren Gewichten an und der Bewegung, die wir immer machen. Und ich denke, dass ein Chiropraktiker die Person ist, die das wieder richtet und korrigiert. Und ich will aber wissen, wie das funktioniert, beziehungsweise was er einem Kraftsportler empfehlen würde. Das ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant für euch, zu wissen, was da innen drin passiert. Das fühlen wir nicht, das ist eine Adaption der Zeit. Bin gespannt, ob euch das Video gefällt. Lasst unten gerne nochmal ein bisschen Liebe da, ein bisschen Kommentare, Fragen, die ihr habt. Ich befinde mich sehr häufig in dieser Kommentar-Section und beantworte alles, was ihr wissen wollt. Vorweg unbedingt abchecken, in der Beschreibung findet ihr die neuesten, geilsten, dicksten Discounts, einmal von Smilodogs natürlich und von Peak. Die hauen gerade richtig dicke Aktionen raus. Climax ist unten auch beschrieben, also alles rund um Massage, ganz Equipment und sowas findet ihr alles unten. Viel Spaß beim Video, los geht's. Bevor es losgeht, kurzes Update zu meiner Prep. Wir sind jetzt noch 16 Wochen vor der Olympia und mein Körpergewicht ist schon um einiges geschrumpft. Ihr könnt es vielleicht sogar am Gesicht sehen. Das ist nicht mehr so fett, nicht mehr so puffy. Also ich gefalle mir im Spiegel tatsächlich so besser, wenn mein Gesicht nicht so pralle ist. Die Muskeln sind es leider auch nicht mehr. Ich habe jetzt aktuell ein Körpergewicht von 107, 108 Kilo. Das heißt, wir sind bereits 12 Kilo von meinem Top-Off-Season-Gewicht im April runter, also in 2 Monaten ungefähr. Jetzt ist Mitte Juni, die FIBO war Mitte April, glaube ich, oder Anfang April. Also ein guter Fortschritt. Die Prep hat super funktioniert, bisher ohne Probleme, bis auf das Knie. Knievideo kam schon online, verlinke ich euch. Da oben könnt ihr mal draufklicken. Das ist aber alles wieder super. Ich würde sagen, dass meine Form deutlich besser ist mittlerweile. Also man sieht Querstreifen am Arm, die Querstreifen auf den Beinen sind wieder sichtbar. Am Arsch schimmern sie so ganz langsam leicht durch. Also ich denke, für 16 Wochen sind wir auf einem relativ guten Weg. Wir haben allerdings noch 12 Kilo, die wir runter müssen und das ist in 16 Wochen absolut machbar. Was mir die Möglichkeit gibt, vielleicht noch das ein oder andere Gramm an Muskeln drauf zu packen. Meine Kalorien aktuell sind auch noch relativ hoch. Ich esse aktuell mein ehemaliges Off-Season-Essen, mehr oder weniger. Das waren so roundabout 3000 Kalorien. Da stehe ich jetzt aktuell gerade mit 5 Mahlzeiten. Das sind Eier morgens mit Gemüse, Reiswaffeln oder Süßkartoffeln. Dann habe ich eine Hähnchenmahlzeit, eine Beefmahlzeit, eine Fischmahlzeit und abends gibt es den Joghurt. Der hat noch Nussmus, der hat noch Nüsse, also den ganzen leckeren fancy Scheiß. Das fliegt dann langsam raus mit der Zeit, aber zum aktuellen Zeitpunkt sind 3000 Kalorien absolut perfekt. Ich habe hin und wieder Hunger zwischen den Mahlzeiten, was auf eine gute Verdauung zurückzuführen ist. Das Probiome, was ich jetzt benutze, seit der FIBO, da war das offizielle Release, geht es meine Verdauung prächtig. Ich kann jeden Morgen Punkt auf die Minute genau gleich aufs Klo. Ich bin nicht aufgebläht, ich habe Hunger, also es zeigt, dass meine Verdauung absolut top gesund ist und ist perfekt. Wenn die Verdauung nämlich stimmt, werden die Nährstoffe gut aufgenommen und offensichtlicherweise macht mein Körper genau das, was er soll, verliert Gewicht, meine Trainings sind hervorragend gut, ich habe keine Probleme, ich habe einen guten Pump, also zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, läuft die Prep absolut perfekt. Das kann und wird sich vermutlich ändern, es gibt immer Ups und Downs. Als Sportler bzw. als Profi gehört es dazu, das ist die letzten Jahre auch schon so gewesen, da müssen wir einfach in gewisser Weise mitarbeiten und lernen, damit zu leben. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich bin absolut happy, wie es gerade läuft. Spanien tut mir echt gut, muss ich sagen. Also Marbella ist eine absolute Traumstadt mittlerweile. Je länger ich mich hier aufhalte, habe ich gestern auch mit meiner Frau besprochen, heute übrigens auch, dass Marbella wirklich ein super Ort ist, der relativ viele Sachen kombiniert. Du hast eine nette, nicht zu große Stadt direkt in Marbella. Wir haben Malaga, das ist die nächstgrößere Stadt. Wir haben hier tolle Fitnessstudios, einen Strand, wir haben Berge, wo wir laufen gehen können.
Also es scheint wirklich cool zu sein und mit der Zeit gewinnt man da auch ein paar Freunde. Das ist auch wichtig, so ein sozialer Umgang. Ab und zu dauert es ein paar Tage im Fitnessstudio, trifft man natürlich relativ häufig schnell Leute, freundet sich an. Wir sind jetzt Sonntag auch wieder auf einem Barbecue eingeladen beim Anders, ein Trainingspartner mittlerweile von mir, super cooler Kerl. Auch Online-Coach, aber darum geht es jetzt nicht. Ich wollte euch ein kleines Update geben zur Prep, wie es läuft. Mein Training habe ich auch wieder umgestellt. Ich habe Feedback bekommen vom Hauptkampfrichter in Alicante, Tyler Mannion. Der hat sich meine Bilder angeguckt, wir waren gemeinsam beim Essen. Und dann hat er gesagt, Junge, du brauchst ein bisschen mehr Schulter und Brust. Von Neil habe ich immer noch das Feedback, Rücken und Hamstrings. Das heißt, ich muss relativ gleichmäßig verschiedene Baustellen bearbeiten, was mich dazu geführt hat, dass ich jetzt wieder auf einen Dreier-Split gesprungen bin. Das heißt, Push, Legs, Pull, Pause, Push, Legs, Pull, Pause. Und mein Training ist so gewählt, dass ich, dazu gibt es übrigens noch ausführlichere Videos, 2 komplette Working-Sets mache, ins Failure, 1-2 Warm-Up-Sets davor. Das heißt, wir machen rund so 3 Übungen pro Muskelgruppe. Schultern trainiere ich 4-mal die Woche übrigens. Das erkläre ich alles in einem separaten Video, wo es nur ums Training geht. Wenn ihr darauf Bock habt, bitte unten in die Kommentare schreiben, das ist mir ganz wichtig. Aber das ist jetzt der aktuelle Stand zu meiner Prep. Wie geht's dir? Gut, Dankeschön. Komm rein. So Freunde, da ist der gute Mann. Fernando heißt er, spricht übrigens Deutsch und ist tatsächlich in meiner Hood aufgewachsen in Mannheim. Hat mittlerweile in Barcelona gelebt, in Malaga, jetzt hier in Marbella. Und ich habe gehört, du hast deine Praxis. Stimmt das? Jawohl, ich bin jetzt seit einiger Zeit hier in Marbella vor Ort und um ganz genau zu sein, hier in Puerto Banos ist eins der bekanntesten und beliebtesten Reiseziele 2024 hier in Europa. Und hier habe ich vor Ort natürlich in Zusammenarbeit mit einer Physiotherapiepraxis meine Arbeit und auch meine Kunden vor Ort und helfe sehr vielen Sportlern, Boxern, die hier auch in den verschiedenen Fitnessstudios trainieren und schau mal, was ich heute machen kann für dich. Bin sehr gespannt. Ich habe zuvor schon fleißig in die Kamera geredet. Was mich am allerbrennendsten interessiert ist, was passiert mit so einem Bodybuilding-Skelett im Laufe der, sagen wir mal, 10 Jahre, wo sie wirklich Schwergewicht heben. Wir reden hier nicht von 3 Kilo in der Handtasche rumtragen oder in Einkauf, sondern von 200 Kilo Kniebeugen, 200 Kilo Kreuzheben. Da zieht einiges, da passiert irgendwas in der Knochenstruktur und du bist der Typ, der es wieder richtet. Stimmt's? Also, was heißt richten? Ich versuche, Blockaden zu lösen. Ich versuche, die Ursachen zu finden für Schmerzen und natürlich auch andere Beschwerden, die man hat als Bodybuilder oder überhaupt in seinem Leben als Mensch. Und ich denke mal, wir können heute einfach mal gucken, ob wir da einige Belastungen, die auf deinem Körper oder auf den Körpern der Bodybuildern lastet, eben lösen können. Und mal schauen, dass wir mehr in Richtung Stretchen gehen und natürlich auch manuelle Eingriffe machen. Wir werden heute ein bisschen einrenken und werden schauen, ob man eben gegen diese Belastung, die dein Körper aushalten muss, ob wir dagegen arbeiten können. Ich bin sehr gespannt, Fernando, was wir jetzt in der Behandlung machen. Ich übergebe dir das Mikrofon, klemmst dir an dein T-Shirt und du darfst fleißig erklären. Leute, wenn ihr Fragen habt an Fernando, ihr findet sein Instagram unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen an ihn habt, checkt mal seinen Kanal ab, fragt ihn gerne. Er spricht Deutsch, er hat einiges an Ahnung mitgebracht und jetzt legen wir los mit der Behandlung. Jetzt schauen wir uns das mal an heute. Bisschen schinkig, fleischig. Hast du schon mal so richtig mit Bodybuildern? Ja, also du warst ja auch mit dem Anders schon im Training, richtig? Ja. Kennst du den Anders? Ja, natürlich, den hatte ich auch schon behandelt. Ach nein. Ja, ich glaube, es war schon vor fast einem Jahr. Lustig, von dem habe ich gerade erzählt im Video. Ja, also lustig. Den können wir auch gerne mal verlinken oder der wurde schon öfters verlinkt. Ich trainiere mit ihm zusammen, ja? Zum Trainingspartner. Also, und auch seine Kollegen haben öfters mal angefragt, wie es aussieht. Genau. Also du kannst einfach mal nach links gucken, zur linken Schulter, soweit wie es geht. Und einmal nach rechts. Noch einmal nach links. Noch einmal nach rechts. Okay, danke schön. Einmal nach unten gucken. Die ganze Trapezmuskulatur ist auch sehr stark aufgebaut. Das ist schon mal sehr gut. Der meiste Stress, der zieht ja meistens hoch Richtung Nacken, ja. Endet dann hier
bei den Halswirbeln und verursacht natürlich Blockaden und Kopfschmerzen, die dann meistens ja hier bis hier vorziehen. Manche haben verschiedene Arten von Kopfschmerzen und Massagen helfen da meistens nichts. Es gibt viele Bodybuilder, viele Sportler, die holen sich Thai-Massagen und denken, dann sind die Kopfschmerzen weg oder die Verspannungen. Das kann es aber ehrlich gesagt viel schlimmer machen, als es ist. Und deswegen gucken wir da mal ein bisschen tiefer rein heute, ja. So, wir werden jetzt auch mal mit den Händen anfangen, weil es ja ganz interessant ist. Armbanduhr aus? Ja, gerne bitte ausziehen. So, wir schauen uns einfach mal diesen Arm an, einfach ganz entspannt bleiben. Man hat hier einige Nerven, die man noch spürt. Ja. Auch die Unterarmmuskulatur wird immer wieder sehr stark belastet. Und wenn man mal ganz genau ist, diese zwei Finger hier haben einen Nerv und dieser Nerv ist verbunden bis hoch zum Nacken. Mhm. Diese zwei Finger haben auch einen Nerv und der ist auch verbunden bis hoch, auch Richtung Nackenregion. So, dann ist diese Seite hier ist näher am Herzen und an der Hauptschlagader, an den Arterien, und ist sozusagen auch die Mutterseite genannt, ist ein bisschen sensibler als die rechte Seite. Tatsache. Die rechte Seite ist meistens die Vaterseite und ist die stärkere Seite. Außer bei Linkshändern, da könnte es natürlich ein bisschen unterschiedlich sein von der Wahrnehmung. Sagt man das wirklich so? Ja, sagt man so. Mutter- und Vaterseite. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Und was man hört, das sind nicht die Knochen, das ist nur Luft die nicht entweichen kann. Ach, vielleicht hört man es sogar am Mikrofon, das kracht schon laut. Ja, vielleicht hört man es. Meistens wird man es bestimmt hören können. Mal locker lassen. Mhm. Da haben wir so 8 kleine Knöchelchen, die sind meistens blockiert durch Trainieren, durch Autofahren. What the fuck? Okay. Ich bin beeindruckt. Ja, also wir werden heute versuchen, wie gesagt, Blockaden zu lösen. Locker lassen. Viel Belastung, Bankdrücken und alles Mögliche, was über 100 Kilo geht. Dann mal locker lassen. Das könnt ihr hier auch mal Richtung Stretchen. Und mal locker lassen. Okay. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Der Arm zockt ein bisschen mehr als der linke. Eieiei. Oh ja. Das ist die Hand, die eigentlich meistens nicht so viel spürt, weil die natürlich stärker ist. Aber wenn es dann um Entspannen geht, merkt man schon, dass es schon mehr blockiert ist. Hoppala. Jawohl. Der Körper wird dann auch so Reaktionen zeigen, dass er dann vielleicht anfängt zu schwitzen. Ich fange gerade an zu schwitzen. Ja, ja, und schon mal anfängt so Detox-mäßig. Aha. Die Blutung wird angeregt, die Blockaden werden gelöst und das Blut schaut direkt nach Mineralien, direkt nach Vitaminen, um die Stellen zu versorgen, die vorher blockiert waren. Ja? Macht Sinn. Magnesium, Calcium. Ein Hoch auf die Supplements von Peak. Mit dem Code Mike spart ihr noch Geld. Jawohl, Peak. So, jetzt werden wir mal hier Richtung Brustwirbel gehen. Muss erstmal gar nichts machen. Du merkst, es wird auch warm. Yeah. Wenn man das nicht macht, dann wird man irgendwann Beschwerden haben oder sich verletzen. Ja. Kannst du noch ein bisschen zurückrutschen, wenn es geht. Genau. An die Wange, schon eher runter. Und die Ellenbogen zusammen. Versuchen, entspannt zu bleiben. Ganz entspannt. Hm. So gut wie gerade zu sitzen. Ja. Kannst auch ein kleines bisschen so sein, genau. Entspannter. Ich muss kurz gucken, ob das passt. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist wieder das Phänomen bei den Bodybuildern. Ich fühle mich, als ob ich einen Baumstamm umarme. Einmal tief einatmen und ausatmen. Man hat es vielleicht nicht gehört, aber du hast es innerlich schon auf jeden Fall gemerkt. Ja. Vielleicht kannst du mal erklären, was du vielleicht gerade gemerkt hast. Das Knacksen meiner Brustwirbelsäule. Sehr gut. Also ich merke auch, dass da ist schon Druck und Spannung drin. Ne? Also da ist ja auch ein Haufen Muskulatur drumherum. Genau. Jetzt werden wir einen Schritt höher gehen. Lassen. Da war noch ein Freistück oder so. Jawohl. Da haben wir hier noch was gehabt. Jetzt werden wir ein bisschen mit der Massagepistole arbeiten. Übrigens kriegt ihr die bei Climax auch ein bisschen günstiger. Was sind die Benefits von so einer Massagegun?
Ja, auch für sich selber. Also wenn viele denken, ja, man kann sich selber nicht so gut massieren, aber es fängt ja auch schon beim Bein an. Nach dem Beintraining, ja, die Durchblutung fördern, ja, dass es einfach schneller wieder heil ist und dass man weitermachen kann, ja, und dass man eben in der Regenerationszeit eben da die möglichen Vorteile rauszieht, ja. Vor allem einfach zum Vorbeugen, ja. Wenn man schon weiß, man wird irgendwie sehr stark trainieren oder sich auf einen Wettkampf vorbereitet, dann ist es immer eine Unterstützung, ja, um einfach schneller zu heilen und vor allem, wenn man sich überstrapaziert. Ja. Okay, du kannst jetzt einfach mal nach unten schauen. Ganz locker, entspannt. Ich werde es erstmal reinfühlen. Da oben haben wir C1, C2, C3, das sind die Halswirbel. Die müssen viel aushalten. Der ganze Stress zieht immer nach oben. Bei dir geht es auch echt wirklich heute mehr um diese Seite hier, ne? Ja, ehrlich? Ja. Wenn man manchmal hier oben Probleme hat, dann hat man vielleicht auch im unteren Rücken Probleme. Das heißt, der untere Rücken ist mit dem oberen Teil verbunden und man kann auf der rechten oder linken Seite eine Disbalance haben. Das kommt von den Füßen, von der Hüfte, von den Knien, es kommt immer drauf an, wo es herkommt. Kann man also pauschal sagen, dass Probleme immer von unten nach oben kommen? Vom Fuß? Ja, kann man schon sagen, das ist von unten nach oben. Man will es auch vom Rücken, der ganze Stress wird sich immer hier oben sammeln. Ne? Das heißt, von unten geht es nach hoch. Einfach ganz entspannt bleiben, also als ob du schläfst mit einer Hand. Holy shit! Jawohl. Hast du das auch so gehört wie ich? Ja, das höre ich öfters in meinem Beruf. Ganz locker entspannt bleiben. Ganz entspannt. Das war's auch schon. Versuch mal die Hand einfach nur so leicht hier hinzulegen. Genau, es geht eher um den Ellenbogen, dass der Ellenbogen locker, runter, genau. Cool. Okay, einmal die andere Seite. Du hast halt sehr guten Bizeps und Trizeps. Locker lassen. Okay, jetzt können wir richtig loslegen. Du kannst dich einmal auf den Rücken legen erstmal. Von der Seite her ist es ein bisschen kürzer. Aber das kommt natürlich durch die Verletzung, die du hattest oder vielleicht durch die Einlagen, die du vielleicht auch vorher schon getragen hast und die Sachen, die du hast. Aber es ist nicht schlimm. Wir gucken uns das an, Schritt für Schritt. Hier einmal ganz locker lassen, die Beine. Ich werde jetzt erstmal nur stretching. Sehr gut. Yes. Was war das denn? Ja, wieder ein bisschen gerichtet. Krass. Ich habe ja gemeint, es wäre ein bisschen kürzer als das andere. Ehrlich? Deswegen mussten wir wieder ein bisschen... Ich habe das mies hier in der Hüfte gespürt. Ne? Ja, das ist sehr gut. Genau, da darfst du es auch spüren. Also man muss auch sagen, bei Bodybuildern, die haben einfach ganz anderes Gewebe, eine andere Muskulatur. Das ist einfach auch zum Schutz. Wir versuchen alles zu finden, was geht. Das haben wir jetzt schon mal hinbekommen. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe das auch schon gleich ausgeglichen. Sehr gut. Das freut mich schon mal. Macht einen großen Unterschied auf lange Zeit, wenn man eine Balance hat. Und wenn du jetzt bereit bist, kannst du schon mal nach oben kommen. Beziehungsweise, ich glaube, wir bleiben gleich so. Wir bleiben gleich so. Ich bin ein Fan von Liegen. Okay, nochmal. Kannst direkt so bleiben. Genau. Ich werde jetzt erstmal hier gucken. Ich habe da Videos gesehen. Ich glaube, ich weiß, was du gleich vorhast. Wenn du meinen körperlichen Schaden und wie auch immer man es nennt, bewerten müsstest von 1 bis 10. 10 ist super schlimm und 1 wäre hervorragend. Wo würdest du mich jetzt aktuell hinstecken? Ich würde es einfach mal so sagen, ich bin jetzt noch nicht durch. Ich habe jetzt noch nicht alles bemerkt. Ich bin noch nicht fertig, aber ich würde es mal sagen, von momentan würde ich sagen, dann bist du bei ungefähr 3. Okay, sehr gut. Man könnte auch sagen, 80% ist alles in Ordnung. Und 20% fehlt dann noch irgendwie ein bisschen zu korrigieren und dann ist alles insgesamt super gut. Du hast mehr Energie, schläfst besser auf jeden Fall. So, einfach locker bleiben. Was ich jetzt machen werde ist, ich werde jetzt einfach mal nur den Nacken entlasten. Ich mache gar nichts Schlimmes. Ich werde jetzt einfach nur so ein bisschen, kannst einfach locker bleiben, genau. Einfach nur ein bisschen in dem Handtuch nur hin und her drehen. Das ist alles, was wir jetzt brauchen momentan.
Du wirst einfach nur durch die Nase ein- und ausatmen. Der Mund bleibt einfach geschlossen. Wir werden es erstmal probieren, testen, ob das schon funktioniert. Einmal tief mit der Nase einatmen und mit der Nase auch wieder ausatmen. Sehr gut. Noch einmal. Und ausatmen. Oh, fuck. Ja, ich hab gescheppert bis runter in meine Hüfte. Bis runter. Kranke Scheiße. Lendenwirbelbereich. Ey, das ist aber, also mehr am intensivsten war es im Brustwirbelbereich. Ja. Bis runter in die Hüfte. Man spürt es meistens bis dahin und bis ganz unten, weil der untere Teil ist mit dem oberen Teil verbunden. Das ist, was ich gemeint hatte. Wenn man hier Probleme hat, hat man wahrscheinlich auch vorher dort Probleme Alter, gehabt. Vater. Ist gut, ist sehr gutes Zeichen, ist ganz normal. Man wartet eine Minute, zwei Minuten. Manche fühlen sich so, als ob sie sich nicht mehr bewegen können, als wären sie kurz gelähmt. Das ist aber nur wie ein kurzer Schock für den Körper. Der wird bemerken, alles ist in Ordnung und nach einer Minute geht es wieder runter. Jetzt einmal umdrehen, du kannst nach oben kommen. Also Leute, meine Beine sind wieder gleich lang. Und bist größer. Ja. Einfach einmal tief einatmen und ausatmen. Okay, noch einmal. Und ausatmen. Ist okay. Ist okay. Das mit dem Handtuch hat schon sehr viel bewirkt, merke ich. Also wir haben schon sehr viel erwischt auf jeden Fall. Ist am Arbeiten, die Durchblutung ist jetzt am Arbeiten erstmal und es wird dann noch runterziehen. Und der untere Teil wird dann eben noch gemacht. Ne? Den haben wir noch gar nicht gemacht. Hier oben gucke ich es auch nochmal. Hier unten schauen wir mal, ob das hier bei dir funktioniert. Das ist für die Verdauung. Die Faszien, vielleicht kennst du das. Da werde ich hier einfach die Haut leicht greifen und einmal anziehen. Jawohl. Hier ziehe ich dich raus mit der Schulter, damit du nicht auf der Schulter liegst. Also gut, genau. Zack. Einfach hier ablegen. Einmal tief einatmen. Boah. Einmal tief einatmen und ausatmen. Boah. Okay, reicht vollkommen aus. Und einmal auf die andere Seite. Den Leuten ist nicht bewusst, dass du Muskeln hast und wie sich das allen anfühlt für einen Chiropraktiker. Das ist die Muskelmasse ist unglaublich im Gegensatz zu einem normalen Kunden von mir. Ohne diese Muskelmasse. Hier ist alles gut. Die Balance ist hier drin. Wunderschön. Ist das normal? Also haben andere Patienten auch auf einmal Hunger? Ja, manche haben viel Energie auf einmal, fühlen sich bereit rauszugehen, zu tanzen, alles Mögliche zu machen. Andere fühlen sich eher entspannt, fühlen sich so, als ob sie sich erstmal ausruhen möchten. Das ist sehr gut auch für die Heilung. Das heißt, in ein bis zwei Tagen bist du dann komplett erholt und Durchblutung hat eigentlich alles geregelt. Geil. Jawohl. Also ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber ich bin nass. Ja. Detox. Alles Schlechte kommt raus, der ganze Stress wird rausgelassen. Wenn man mal hier guckt, hier ist das Ohr. Der ganze Stress zieht immer meistens ums Ohr herum, vor Richtung Stirn. Oh, shit. Das sind die Ohren. Hoppala. What the fuck? Ohrringe sind noch dran. Alles ist gut. Sieht jetzt aus wie ein Elf? Nein. Fühlt sich so an. Ja. Die Durchblutung wird angeregt, es wird ein bisschen warm. Und es wird aber nach einer Stunde wieder gut sein. Also jetzt mal so Revue passiert, ich finde es unglaublich, wenn du meinen Körper gedreht hast, wie viel Spannung, also ich habe richtig gemerkt, wo Spannung ist und wo nicht. Du hast es witzigerweise schon vorher gewusst, weil du Erfahrung mitbringst, ja. Gerade untere Rücken, die Wirbelsäule, als du mich gezogen hast, da am Hals, das hat sich angefühlt, als ob du meine Wirbelsäule einmal wieder komplett die Länge nach korrigierst, mich kurz liegen lässt und sich so alles langsam sackt. Unglaublich geil. Vielen Dank für dein Vertrauen erstmal. Ich habe es gespürt, als Bodybuilder hat man da nochmal andere Verspannungen als normaler Mensch. Ja, da ist immer viel, viel mehr Gewicht und viel, viel mehr Druck auf einem als bei normalen Tätigkeiten. Und ich hoffe, ich konnte da mal tiefer reingehen und dir auch mal zeigen, welchen Stellen in deinem Körper eben etwas gemacht werden kann überhaupt. Ne? Also Leute, ich bin beeindruckt. Ich muss zugeben, es war nicht meine erste Chiropraktikerbehandlung. Jedoch habe ich das Gefühl gehabt, dass Fernando auf wirklich kleine Details achtet und der Checkliste nach alle Dinge erledigt, die notwendig sind, um irgendwann an den Punkt zu kommen, wo er effektiv Dinge verändern kann.
Wie gesagt, er bringt auch ein bisschen Erfahrung mit. Er weiß, was er tut. So habe ich zumindest das Gefühl. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Danke dir. Auch danke, dass du vorbeigekommen bist. Er hat extra seine Sachen gepackt mit Liege, mit vollem Programm und ist hierher gekommen zu uns in die Wohnung. Also nochmal, Leute, einmal abchecken. Fernando, wenn ihr in Marbella-Ecke seid, unbedingt einen Besuch wert. Wenn ihr schon zum Urlaub da seid, lasst euch mal eine Runde einrenken. Wirst du zufällig auch mal in Deutschland sein? Ich werde wahrscheinlich Ende des Jahres mal wieder Richtung Weihnachtszeit wahrscheinlich in Deutschland sein. Ihr habt es gehört, Leute. Fernando wird auch nach Deutschland kommen. Im Raum Heidelberg wahrscheinlich? Heidelberg, Mannheim, in der Ecke Frankfurt. Unsere Hut, Leute. Unsere Heimat. Genau. Also macht schon mal Termine aus. Saved euch das Ding, wenn der junge Mann in Deutschland ist. Ich denke, es wird sich für den einen oder anderen lohnen. Ich würde sagen, wir sind raus. Hast du noch Schlussworte? Ich wünsche euch eine gute Zeit hier, vor allem im Training, in der Vorbereitung. Das Beste, falls du irgendwas hast zwischendrin, lass es mich wissen und ich bin da für dich. Das Angebot nehmen wir doch an. Liebe Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.